In der Münchner Innenstadt fehlt es an Gebetsräumen. Doch Platzmangel macht erfinderisch. Eine Gruppe von etwa 40 Muslimen fand sich deshalb in den Münchner Kammerspielen ein, um ihr Freitagsgebet zu verrichten. Wir haben bei den Münchner Kammerspielen gefragt, weil wir einfach nach einer Möglichkeit gesucht haben. Einfach, wo können wir das Gebet friedlich, ohne andere Menschen zu stören, ohne zu provozieren, ohne großes Aufsehen jetzt zu erregen, Menschen Angst zu machen, den Rechten eine Bühne zu bieten. Wo können wir einen Ort finden, friedlich das Freitagsgebet zu verrichten, transparent auf deutscher Sprache, sodass man einfach keine Ängste schürt. Und dann hat sich diese Möglichkeit ergeben durch die Unterstützung, natürlich zivilgesellschaftlich, von allen Ebenen, wofür wir dankbar sind. Also großen, großen Dank. Auch wenn die Münchner Kammerspiele ihre Räume zur Verfügung stellen, eine Dauerlösung kann das nicht sein. Doch das Problem der fehlenden Gebetsräume bleibt. In der vergangenen Zeit mussten nach Angaben des Münchner Forums für Islam auch die letzten Moscheen in der Münchner Innenstadt schließen. Sie waren völlig überfüllt und konnten die Sicherheitsregeln nicht mehr erfüllen.